Ich bin Lukas, bin 24 Jahre alt und komme aus Bad Blankenburg. Ich bin seit meiner Ausbildung zum Mechatroniker im Jahr 2016 bei Ottobock in Königsee und habe im Jahr 2020 ausgelernt und arbeite seitdem im Bereich der Elektrorollstuhlmontage. Also im Bereich der Elektrorollstuhlmontage bin ich vielfältig eingesetzt. Ich bin quasi immer dort, wo der Schuh drückt. Am meisten fordert mich im Bereich der Endmontage von Rollstühlen, alles korrekt anzuschließen, sodass es auch ästhetisch ansprechend ist. Besonders Spaß macht mir, das Produkt zu begleiten, vom Auftrag und den einzelnen Teilen über die einzelnen Schritte bis hin zum fertigen Endprodukt. Meine Kollegen sind alle sehr freundlich und es herrscht generell sehr gutes Arbeitsklima bei uns. Es wird immer mal ein Witz hier und da gemacht und es ist schön untereinander. Ja. Ich würde sagen, für den Beruf muss man schon ein wenig strapazierfähig sein, weil es gibt eindeutig Tage, wo mehr gefordert ist, wo die Auftragslage deutlich mehr abverlangt. Mein Grund, täglich auf Arbeit zu kommen, ist der Gedanke, dass jemand da draußen diesen Rollstuhl braucht, um weiter am Alltag teilnehmen zu können, so wie ich das oder viele das für selbstverständlich hinnehmen. Ja, und das ist die Motivation dahinter, dieses Produkt zu fertigen. Ja.